Wir haben bei BMW einen Leitgedanken, den wir Efficient Dynamics nennen. BMW Efficient Dynamics umfasst eine Reihe von Technologien im Fahrzeug, die Emissionen und Kraftstoffverbrauch spürbar verringern und gleichzeitig die Leistung und die Freude am Fahren verbessern. Eine dieser Technologien ist natürlich der Leichtbau. Die Idee dahinter ist, Gewicht zu reduzieren, um ein sportlicheres Fahrverhalten zu erzielen. Warum also der Materialmix? Die gewünschte Funktion ist entscheidend. Stahl zum Beispiel ist ein klassisches Material in der Automobilproduktion, im Speziellen für die Karosserie. Es ist besonders hart und fest, aber auch sehr schwer. Gewicht wollen wir für ein Fahrzeug wie den neuen BMW i8 natürlich vermeiden. Erstens, weil die Batterie schon das Gewicht erhöht und zweitens, weil es ein Sportwagen ist. Deswegen besteht das neue Drive-Modul zu einem großen Teil aus Aluminium. Zum Drive-Modul gehören unter anderem der Antrieb und das Fahrwerk. Da wir anstatt Stahl Aluminium verwenden, sparen wir uns 30% an Gewicht. Was den Unterschied macht, ist der Verbundstoff, der bis heute überwiegend für Rennwagen, Flugzeuge und Raumfahrzeuge verwendet wurde, aber nie in der Massenproduktion, die Carbonfaser. Sie ist sehr leicht, zudem auch fest. Das sogenannte Life-Modul beinhaltet die Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK. Diese Türstruktur aus CFK und einer Aluminiumhaut wiegt zum Beispiel nur halb so viel wie gewöhnliche Türen. Unser Ansatz zur Gewichtsreduzierung wird sogar im Innenraum des neuen BMW i8 weitergeführt. Das Armaturenbrett sitzt zum Beispiel in einem Magnesiumrahmen, der bis zu 30% Gewicht einspart und der Fahrgastzelle eine größere Festigkeit gibt. Also trotz des typischen Gewichtsnachteils eines Plug-in-Hybrids, ich sage nur schwere Batterie, bringt der neue BMW i8 nur 1490 Kilo auf die Waage. Das entspricht dem Gewicht eines standardmäßigen Sportwagens.